Herzlich willkommen zum Trading-Seminar Trading 1000%. Trading lernen wie Magier der Märkte. Mein Name ist Viktor Neiwert und wir fangen an mit dem Stimmungsindex. Wir befinden uns immer noch im Abschnitt 1, Trendbestimmung. Stimmungsindex. Das ist unser nächstes Werkzeug, was wir bearbeiten werden. Wie ich schon gesagt habe, liegen die Insider, also die Commercials, immer richtig. Aber sehr häufig sind sie zu früh dran. Der Stimmungsindex wiederum ist häufig korrekt, aber auch er hat eine Ausnahme. Und zwar, wenn er übermäßig steigt oder fällt, dann ist der Stimmungsindex total falsch. Besonders wenn er gegen die Commercials ist, dann darf man den Index absolut nicht beachten. Idealerweise soll der Stimmungsindex in Opposition mit den COT Commercials sein. Das bedeutet, dass der COT Commercial Index für eine Long-Position über 75% sein muss und der Stimmungsindex unter 25%. Für eine Short-Position genau das Gegenteil. Der Commercial Index muss unter 25% sein und der Stimmungsindex über 75%. Sehen wir gleich nochmal. Der Stimmungsindex zeigt uns, was die Masse tut. Und zwar erstens, die erste Regel lautet, die Masse liegt immer falsch. Das ist sehr wichtig. Diesen Ansatz müsst ihr wirklich verinnerlichen. Und zweitens, die Positionen der Insider, also der Commercials, muss immer in Opposition mit der Stimmung der Öffentlichkeit sein. Das ergibt eine optimale Ausgangslage. Sprich, der eine Indikator ist oben und der andere muss unten sein. Und umgekehrt. Noch was. Diesen Indikator niemals gegen die Commercials anwenden. Stimmungsindex. Drei Möglichkeiten, den Indikator richtig zu lesen. Zum einen gibt es eine übergekaufte und überverkaufte Zone. Die übergekaufte Zone liegt über den Wert von 75% und die überverkaufte Zone liegt im Wert unter dem Wert von 25%. Und zum anderen muss der Stimmungsindex in der Position mit den COT Commercials sein. Der eine Indikator oben, der andere Indikator unten. Alle Möglichkeiten zum Stimmungsindex werden in den nächsten Videos anhand von Beispielen erklärt. Und nochmal die Info. Unter jedem Lernvideo findet ihr eine kurze Textbeschreibung zum Inhalt. Da findet ihr die wichtigsten Punkte nochmal zusammengefasst. Und ihr müsst nicht nochmal das ganze Video euch angucken. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich in den Lernvideos. Bis gleich. Bye bye.